Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed 2 von mir, das auf und das WP. Wir gehen wieder in den Animus, nachdem wir letztes Mal den abgefahrenen Traum hatten. Crazy Shroom Dream. Richtig. Ist jetzt nicht so, dass uns der Animus Halluzination beschwert hat, wir komische Träume haben oder so. Direkt rein da. Überhaupt nicht. Richtig. Der Umhang ist in diesem Beat nicht verfügbar. Wir haben ein Jahr gebraucht. Imagine. Weiß nicht, du könntest jetzt ja mal gucken, wo Forli liegt und wo Venedig ist und ob die wirklich sämig ein Jahr gebraucht hat. Forli? Ja, gut, ist halt schwierig jetzt zu sagen, ne? Ja. Oh, warte mal. Aber es ist vielleicht ganz interessant, jetzt zu wissen, wie lange du jetzt von Forli nach Venedig brauchst. Heute. Venezia, Venedig, Italien. 2,5 Stunden. Ein Jahr, perfekt. Du mit dem scheiß Auto. Das sind wie die Hebräer, die 40 Jahre in der Wüste rumgelatscht sind. Ja, du, wenn du öffentliche Verkehrsmittel nimmst, ne, so Bus und Bahn, bist du schon bei 8 Stunden. Also. Schiff, ne? So. Ist da überhaupt ein Seeweg oder kannst du einfach durch England laufen? Durch Italien laufen? Du kannst durch Italien laufen, aber du kannst natürlich auch einen Seeweg nehmen. Das ist beides. Ja, wobei, du landest nicht genau in Forli. Also Venedig hat direkt Wasser. Und Forli müsstest du halt woanders anlegen. Rimini. Okay. Naja, und dann... Messer Da Vinci. Dann let's go. Ja? Buongiorno. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donna bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? Ah, Venezia. Welcher andere Ort ist so schön, so stabil, so perfekt? Weiß ich nicht. Sag du's mir. Kommt, ich zeige euch ihre Wunder. Unser erster Halt? Die Rialto-Brücke. Seht, wie elegant sie sich über den Canale Grande spannt. Ein Symbol für den Stolz und die Einheit Venedigs. Okay. Lasst uns weitergehen. Da wären wir. San Giacomo di Rialto. Die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Und beautiful. Der Uhrenturm. Magnifico. Ja, aha, geil. Uhrenturm. Komm, komm. Steht nicht drauf. Es gibt noch mehr zu sehen. Was? Ich glaube, keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt... Du solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht! Halt! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Kenn mich hier zum Glück noch nicht. Noch nicht. Habe etwas. Schau, ist das nicht fabelhaft? Das ist eine fucking kleine Puppe. Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey, pass doch auf, verdammt. Hat sie gemacht, du aber nicht. Ich bin sicher, ich... Hast du bestimmt schon was Neues, oder? Ja. Bei uns fehlt the money, money. Metall, Stiefel, Armschutz, Brustschutz und Metallschutz, Alter. Also 12.000. 30. 36. Okay, ein bisschen was. In Forli kriegen wir. Ach, in Forli. In Dingens kriegen wir das günstiger. Machen wir 45 bummelig und dann passt das. Ja, aber das werden wir nicht tun. Und hier haben wir den Palazzo della Seta, Heimat Emilio Barbarigos. Eigentlich ist er durchaus sehenswert. Aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand. Teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Ha, Unfug, wenn ihr mich fragt. Alles Unsinn. Alles Schmutz. Ja.
Was dieses Freiheit? Sind wir Franzosen? Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Hier, bitteschön. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Der Imperator. Ha, was tut ihr denn? News. Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Das war damals halt so, ne? Ja. Huch. Huch. Hoppala hopp. Ist derselbe Eingang. Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser Da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf, es ist perfekt, als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. So, da wären wir. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Vielleicht später. Richtiger Geizhals. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Kodexseiten finden, komm zu mir. Ich hab weitere Kodexseiten. Meine Tür steht dir immer offen. Grazie, mein Freund. Hätte man ja jetzt erwähnen können, aber stattdessen kann man jetzt auch einfach nochmal wieder hinlaufen. Richtig, stattdessen drehen wir uns um und klopfen einfach bei ihm. Ja. Man muss Dinge in der Leonardo. Richtigen Reihenfolge tun. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Was ist das zu sagen? Bruder, du warst vor 30 Sekunden hier, was willst du noch? Schwierig. Ein numerischer Austausch und eine Lautverschiebung. Ein Moment. Das war's. 4 Codex-Seitenschlüssel. Easy Game. So. Da machen wir schnell den und dann machen wir die nächste Mission. Hier etwa Codex-Seite drinnen. Na Gott, ich wollte das Volk aus dem entdecken kannst, doch jetzt zu üben. Santa Maria del Fari. Unterschätze den Kerl nicht. Easy. So. Nehme ich. Guck mal, das sind 11 für Luigi. Nichts an mich. Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Oh, da sollte ich vielleicht nicht durchlaufen. Bitte? Der hatte 5 dabei. Richtig. 4, 10. Okay, was hat der eigentlich so für Farben? Alles arme Menschen. Okay. Mittelgroße Gifttasche, hör die mit. Noch ein zufriedener Kunde. Ciao. Richtig. Ich bin sehr zufrieden mit ihnen. Bonjour. Kennt ihr die Regeln nicht? Er rennt weg! Beste Regel. Ich bin dabei. Hallo? Was ist da doch hoch? Hey! Wo ist der lang geraten? Okay, perfekt. Schattenschlag. Das war eng. Das war sehr eng. Aber zum Glück können die nicht vorausziehen. Jetzt gleich zack, Pfeil im Kopf. Ah! What the hell? Warte. Das ist genau hat das noch das gezählt? Weiß ich nicht. Karte aktualisiert, ja, hat gereicht. Alles richtig gemacht. Das ist mir in diesen 40 Mal, die ich dieses Spiel schon durchgespielt habe, noch nie passiert. Oh. Aber gut, nehme ich. Es hat synchronisiert. Das ist das Wichtigste. So, das Wichtigste ist nämlich, wir können tatsächlich keinen Farmpart dazwischen schieben, ehe wir nicht eine bestimmte Fähigkeit gelernt haben, die wir jetzt mit den nächsten Missionen anstoßen. Die nächsten Missionen sind übrigens nicht so mein Favorite. Aber gut. Daran da muss man durch. Wie komme ich nur hinein?
Wenn ich die Wand... Oh, das geht nicht. Das schaffe ich nie. Ich muss einen anderen Weg finden. Frag mich nur, welche Fähigkeit ich meine. Ich brauche eure Hilfe. Ich kenne euch. Wir müssen gehen. Ihr habt euch nie für die Rempelei entschuldigt. Los! Wollt ihr noch fürs Klauen? Zum Wasser. Das ist keine sehr genaue Angabe. Das ist in Venedig wirklich keine sehr genaue Angabe. Nee. Müssen wir hin? Zum Wasser. Ah ja, perfekt. Und ich schneide euch in Stücke. Beeilt euch! Ich bin hinter. Ich hab. Wieso? Frau! Oh, 19, oh, 15. Einfach mal auf dem Weg dahin noch mal ein bisschen mehr zocken. Du humpelst, Kind. Hol dich auch so an. Mach dir da drum keine Sorgen. Ey! Ja, war so komplett Defense. Beeilt euch! Nicht so krass wie der Typ, der das Pferd aufgehalten hat, aber... Ja. Dass sie die halt auch einfach nochmal pöbeln muss, ne? Allein wäre ich besser dran. Schwester, der hat gerade basically... Warte, tu es, Hannes, dann kann ich sagen, drei Leute für dich gekillt. Ich würde ja gerne, aber ich darf nicht angreifen. Er hat gerade basically drei Leute für dich gekillt. Einen davon sehr brutal. Jetzt müssen wir wieder in die andere Richtung. Wo bleibt ihr denn? Beeilt euch! Da haben wir nicht runtergeguckt. Verstehst du jetzt, warum ich die nächsten Teile nicht so mag? Man könnte ihr Hüschen sehen. Schwur. Keine Sorge, jeder von euch wird hart sterben. Hannes Bieler kämpft gut, wie gesagt. Ich habe ihn! Allein wäre ich besser dran. Boah, wie sie nervt! Wir nehmen den Stoff mit. Doc, gut. Wo bleibt ihr denn? Beeilt euch! Weil ich renne, lass ich dich los. Doc, nicht gut. Wie ist die Gegner zu erwerfen, ne? Verfluchter Bogenschütze! Was läuft denn die andere? Ah, nein. Madame, wo willst du denn hin? Vor allem, sie sagt zum Wasser, weißt du? Angeheuert. Und oh, das ist nicht günstig, mein Freund. Oh, Jesus, mein Bein. Kein Jesus denn dafür? Ich habe euren Namen nicht verstanden. Rosa. Allein wäre ich besser dran. Ja. Ich weiß. War das Anheuern sogar gut? Ja. Schauen wir nochmal. Salute. Porgete in die Magie. Perfekt, hätte ich auch sparen können. Geldverschwendung, wollte ich gerade sagen. Ich habe ein Elixir. Ugo! Was ist los? Rosa ist verwundet. Haar ist stumm. Natürlich. Gebt sie her. Für den Rest des Weges nehmen wir das Boot. Hier. Vorsicht. Geht! Ich übernehme die Wacht. Rosa! Sofort! Echo noch!
Tötet sie, Ezio, schnell! Hängst du hinterher, oder? Oh, jetzt macht der da so lahmarschig. Gesundheit. Der ein Grund, warum ich die Mission nicht mag, ist zu ewig. Hugo. Geh nicht so weit weg, sonst wirst du gleich wieder desynchronisiert. Och nein, jetzt wartet er da hinten. Geil. Ja, was das angeht. Aha. Dumm, dumm, dumm. Sie sind überall auf den Dächern. Tut etwas, schnell. Wie so ein Stern. Nein, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Oh. Uff. Ich hatte kurz Angst. Ins Wasser. Alles auch. Ah, ich hab das Fuß oder Rüstung wischen. Ja, ja, genau. Da könnte der Codex natürlich ein Schatz sein. Schafft das? Ich bin nicht. Denk daran, was ich euch beigebracht habe. Schafft das? Tust du nicht. Ach. Okay. Bei den Lohnenswert. Nicht viel. Wenn er sich beeilen würde. Sie schießen auf uns. Schaff ich das. So. Er hat es geschafft. Das geht. Hugo einfach nicht treffen. Schlechtesten Bogenschützen der Welt. Ich bin sehr krass gesucht. 5 Sterne. Ich hätte echt gedacht, dass du erst die Truhe aufmachst. Ja, ich wollte nicht dabei gestört werden. Okay. Dass es sich schon so umgedreht hat. Erneut, schlechteste Bogenschützen der Welt. Die stehen basically 2 Meter entfernt. Okay, ist ein sich bewegendes Ziel, aber halt nicht sehr schnell. Au. Was für ein Athlet! Ja, was für ein Athlet! Richtiger Gold-Olympionik. Ich tat, was ich konnte. Aber vielleicht sollte ich ja versuchen, euch einen anderen. Vielleicht sollte ich euch einen anderen Lebensstil suchen. Niemals! Diese spannende Musik, Alter. Ich halte es kaum aus. Das Boot zu plündern. Oh, guck mal, eine Truhe. Och, nein. Let's go, Hannes. So, ja, die fahren ja hier rein. Vergessen. Ich liebe die Diebe, die da einfach oben auf den Dächern rumstehen und kann chillen. Oh! Geschafft! Oh, der alte Typ ist tot. Naja. Er ist tot, Idiota.
Beten kannst du später. Auch Codemonio. Ich muss zu Antonio. Antonio Banderas. Vorsicht. Lass mich das machen. Geht und sucht Antonio. Jesus, Hugo, tu, was er sagt. Jetzt geben wir schon die Neuen die Befehle. Hey, hey. Aufwachen. Wir brauchen Hilfe. Er sollte doch Antonio suchen. Wo ist alleine Antonio? Wäre sie besser. Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Legt sie dort ab. Ich würde ja gerne, aber ich komme nicht um die Ecke. Hitboxen. Verdammte Hitboxen. Wo sind wir? Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. Dank. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das erst an. Sauber ein- und ausgedrungen. Es ist zu groß. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen, dass... Sofort! Wie du willst. Sag nichts! Ist eine Möglichkeit. Tut mir leid, Piccola. Piccola, schieb dir dein Mitleid in den Hintern. Geh, hol Bianca. Mach schnell. Ihr müsst mir helfen. Nehmt ein sauberes Tuch. Wenn ich die Hand wegnehme, drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Jetzt! Okay. Oh, Kaputana! Ihr arbeitet gut unter Druck. Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Mit Spucke, oder? Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünsche dir Pest, du Bastard! Dir und deiner dreckigen Hure von Mutter! Okay. Danke. Rose ist mir sehr wichtig. Würde ich sie verlieren? Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch etwas ungeschliffen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. Ja, und damit machen wir jetzt noch den Aussichtspunkt hier. Und dann machen wir einen Cut für heute. Wir haben viel geschafft. Wir haben Toskana abgeschlossen. Wir haben Vorlieb erkundet. Wir haben ein weiteres Siegel. Uns fehlen nur noch zwei. Wir haben 11.000 in der Truhe. Das fühlt sich jetzt aber echt schnell auf, muss ich sagen. So gefühlt. Ja, es geht jetzt ein bisschen Schlag auf Schlag. Aber wir haben noch einiges zu tun. Und ja. Dann Rosa hat ein Kind zur Welt gebracht, gefühlt. Richtig. Aber sie wäre besser ohne uns dran. Auf jeden Fall. Diesmal wären wir auch beim Synchronisieren nicht abgeschossen. Ihr Kind hätte sie ja tragen können dann. Perfekt, die Kamera steht still. In dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao. Ciao.